Schwertberg am Dach des ersten energieautarken Haus Österreichs. 25 Photovoltaikmodule, also ungefähr 40 Quadratmeter Fläche, sind dafür verantwortlich, dass Bauherr Boris Meyer Strom selber erzeugen kann. Das Know-how kommt von der heimischen Firma Fronius. Um sich energieautark zu versorgen, ist einmal wichtig, dass man eine Quelle hat. In unserem Fall ist die Quelle die Sonne, die ja heute perfekt scheint. Und diese Module da am Dach, die wandeln eben die Sonnenenergie direkt in elektrische Energie um. In dem Fall Gleichspannung. Wie wir es vorher oben gesehen haben, wird eben Gleichspannung oben erzeugt von den Modulen und die kommen da via Kabel bei dieser Energiezentrale an. Dort wird diese Gleichspannung in haushaltsgebrauchsfähigen Wechselstrom, also unsere 230 Volt, umgewandelt und aktuell wird das gesamte Haus direkt über diese Photovoltaik versorgt. Krisensicher und kostenfrei ist einzig und allein der Rohstoff Sonne. Wenn die aber nicht scheint, sorgt der Speicher dafür, dass trotzdem genug Energie da ist. Wenn die Sonne nicht scheint, dann habe ich eben diesen Speicher, der dann das komplette Haus versorgt. Dieser Speicher hat hier eine Größenordnung, dass das gesamte Haus etwa für 2 Tage für ein 4-Personen-Haushalt Energie versorgt werden kann. Das heißt, ungefähr für 8 Monate im Jahr ist man wirklich völlig energiestromautark. In den 4 Wintermonaten greift man dann auf die Pelletsheizung zurück, die durch den eingebauten Stirling-Motor auch Strom erzeugen kann. Am Tablet oder am Handy sieht Boris Meyer immer, wie viel gerade erzeugt wird. Auch wie viel Geld er sich spart. 90% Eigenerzeugung bedeutet natürlich dann auch 90% Stromrechnungersparnis. Ein totaler Stromausfall kann ihm übrigens auch egal sein. Dafür sorgt die Notstromfunktion. Ja, ich habe sogar schon das testen können, dieses Notstrom, die Notstromsituation. Es war vor ca. 3 Wochen ein riesen Regenschütter, total Stromausfall in ganz Schwertberg. Mein Haus hat sich ca. 30 Sekunden abgeschalten und dann ist wieder alles hochgefahren. Der Batteriespeicher hat sich eingeschalten und ich habe wahrscheinlich als einziger Schwertberger Licht gehabt im Haus. Strom selber erzeugen, energieautark und unabhängig sein. Boris Meyer braucht nicht nachdenken, ob jemand vergessen hat, das Licht abzudrehen oder das Elektroauto bei ihm geladen wird. Er kann verschwenden, nämlich intelligent verschwenden.